Der sichere Tod von Adrian McKinty ist der erste Teil einer Trilogie. Es ist das erste ins Deutsche übersetzte Buch. Die beiden anderen werden natürlich folgen. Es hatte eine der lustigsten Anfangsszenen, die ich je in einem Kriminalroman gelesen habe. Das ist natürlich fantastisch. Es geht um einen jungen Iren namens Michael Forsyth, der Irland verlassen muss, aus sehr eigenen Gründen, zu einem Verwandten, zu einem entfernten Verwandten nach New York übersiedelt. Was er dann dort mitbekommt, ist, dass dieser Verwandte ein mittelmäßiger Gauner ist. Er steigt mit ein, er hat auch gar keine andere Chance, er kann nicht zurück. Die schicken ihn zu einem Deal nach Mexiko, wo er sich wundert, warum schicken die ihn dahin. Als es zu spät ist, kriegt er mit, dass dieser ganze Deal fake ist und er wandert da in den Knast in Mexiko und verbringt da, ich glaube, 6 Jahre. Und ein Großteil des Buches geht über seinen Gefängnisaufenthalt da. Der sichere Tod ist für mich ein Paradebeispiel, warum ich gerne Kriminalromane lese. Es ist so viel enthalten und dieses Buch hat mich so überrascht. Das macht das Genre aus. Deswegen ist es als Gesamtwerk total gelungen.